Moin und herzlich willkommen bei Quartier Akut, dem Magazin zur BürgerInnenbeteiligung in den Hamburger Stadtteilen. Heute schauen wir in mehrere Stadtteile und überqueren im Westen die Grenzen zu Schleswig-Holstein. Um Verkehrsberuhigung in der Bahnhofstraße in Wedel geht es in dem Beitrag von Andreas Müller. Danach berichtet Andreas von seinem Engagement beim Stadtteilsender Wedel TV. Stadtteilreporter Jochen Forner geht mit uns in das Repair-Café in Sasel. Und Jona Wichmann aus der TIDE-Ausbildungsredaktion besucht die Hardware-Seniorinnen in Eppendorf. Vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Quartier-Akut-Sendung war die Volksinitiative Rettet Hamburgs Grün zu Gast. Deren Antrag auf ein Volksbegehren gegen die Bebauung großer Grünflächen in Hamburg scheiterte im Dezember 2023 am Hamburgischen Verfassungsgericht. Ob und wie die Initiative weitermacht, darüber spreche ich jetzt mit Michael Häring, Mitinitiator von Rettet Hamburgs Grün. Hallo Michael. Hallo Nina. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, das Volksbegehren Rettet Hamburgs Grün, Klimaschutz jetzt, ist vom Verfassungsgericht nicht zugelassen worden. Kannst du erklären, warum nicht? Ja, es gab mehrere Punkte, die sie einfach abgelehnt haben, wo sie der Meinung sind, dass wir zum einen nicht mit dem höherrangigen Recht eben konform sind, gegen das Baugesetzbuch dann eben auch verstoßen und gegen das Abwägungsgebot, was der Senat eben hat. Wir sehen das nach wie vor immer noch nicht so. Und unsere Anwälte, Roder Verheyen und André Horenburg, die sagen auch, das ist ein absolutes Fehlurteil, was die da gemacht haben. Aber da kommen wir leider nicht gegen an und können das auch nicht ändern. Das Verfassungsgericht ist nun endgültig dann einfach. Höherrangiges Recht und Baugesetzbuch, das ist eben der Senat oder die Bürgerschaft soll eben die Möglichkeit haben, dass sie selber auch abwägen können, soll hier gebaut werden, soll hier nicht gebaut werden. Das Baugesetzbuch hingegen haben sie nun so argumentiert, dass Hamburg immer noch eine Gemeinde in der Bundesregierung, also in Deutschland ist. Und als Gemeinde gibt das Baugesetzbuch eben vor, wie eine Handlungsanweisung, wie eine Gemeinde zu bauen hat. Und das kann die Gemeinde, bis auf diese Abwägung, die dann auch da drin ist, nicht ändern. Sie können nicht sagen, so ist es uns vorgegeben worden, aber wir wollen das anders machen. So die Argumentation. Unser Anliegen war aber, dass sie vorab schon überhaupt gar nicht erst entscheiden, dass gebaut werden soll. Also ein ganzer Schritt davor. Und deswegen sind wir auch nach wie vor der Meinung, dass das falsch interpretiert worden ist seitens des Verfassungsgerichtes. Genau, du hast ja gerade schon erwähnt, dass eben ihr gar nicht vorhattet, dass die Bebauung überhaupt stattfindet. Hattet ihr da aber das Gefühl, dass das überhaupt eine Option war vom Verfassungsgericht, also dass es überhaupt in Betracht gezogen wurde, dass es überhaupt nicht bebaut wird? Eigentlich nie. Also es ist ja richtig durchgeprügelt worden, das Gesamte. Wir durften ja nicht mal eine Bürgerinitiative machen beim Dickmoor, sondern es wurde ja gleich eben vom Michael Werner Bölz, der, Moment, jetzt muss ich mal eben kurz die richtigen Worte finden, Michael Werner Bölz, der das Bezirksamt Nord leitet, der hatte von sich aus schon den Senat angerufen und um eine Weisung gebeten, dass es ausgeführt werden soll, diese Bebauung. Das heißt, er hat einer Bürgerinitiative schon gleich ein striktes Nein entgegengeworfen, hat uns quasi entmündigt. So hatten wir eben schon von vornherein nur die Möglichkeit, eine Volksinitiative zu machen. Und Volksinitiativen, die haben, das haben wir jetzt gelernt, im Prinzip kaum eine Zukunft in Hamburg. Direkte Demokratie ist einfach nur noch, es wird mit dem Verfassungsgericht beendet. Und zwar jedes Mal. Seit 10 Jahren kommen alle Volksbegehren, also die zweite Phase, immer vor das Verfassungsgericht und werden dort dann eben gekippt. Als der Netzerückkauf vor 10 Jahren war, da wurde ein Passus in die Volksgesetzgebung mit eingebaut, dass bei schweren Zweifeln eben das Verfassungsgericht angerufen werden muss. Und das sorgt eben dafür, dass jede Volksinitiative gekippt wird. Und geht die Volksinitiative mit dem Antrag auf das Volksbegehren jetzt eine Ebene höher, also vor das Bundesverfassungsgericht? Das ist leider nicht möglich. Also das ist ein endgültiges Urteil. Da haben wir keinerlei Möglichkeit mehr. Und wenn es da jetzt keine andere Möglichkeit gibt, quasi diese Volksinitiative quasi durchzubringen,
Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, die Grünflächen in Hamburg zu schützen? Da haben wir eigentlich immer noch verschiedenste Optionen. Zum einen kann man natürlich immer einen Gutachter drüber laufen lassen, der dann eben das Artenreichtum detektiert, aufzeichnet und eben dann bei der Bukea auch meldet. Das ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt, wenn man seltene Tiere findet. Bei uns im Diekmar zum Beispiel haben wir die Zauneidechse gefunden. Und die ist wirklich so wertvoll, dass jetzt nochmal ein Gutachten erstellt wird. Und es werden spezielle Spürhunde eingesetzt, um die Zauneidechse nachzuweisen. Gemäß europäischen Richtlinien ist der Lebensraum einer Zauneidechse so geschützt, dass rundherum nichts verändert werden darf. Und dieses Gutachten habt ihr jetzt als Volksinitiative in Auftrag gegeben? Ja, das ist sogar schon fertig und eingereicht worden. Also die Bukea hat das schon alles bekommen. Und wir haben im Nachhinein dann immer noch weitere Tiere gefunden und die dann auch noch gemeldet. Und dazu gehörte eben auch die Zauneidechse. Und nochmal, um auf einen anderen Punkt zu kommen, habt ihr eine Alternative zur Volksinitiative? Ja, wir haben tatsächlich beschlossen, eine Wählervereinigung zu gründen. Das ist keine Partei. Es ist im Prinzip eine abgespeckte Version. Wir brauchen nur eine Satzung, also eine Art Verein gründen und können damit tatsächlich aktiv an Wahlen mit teilnehmen, uns wählen lassen. Wir können damit in die Bezirke einziehen und dort mit Entscheidungen treffen. Und wenn wir damit erfolgreich sind, können wir tatsächlich bei den Bürgerschaftswahlen antreten. So wie die Freien Wähler das eben auch in Bayern machen und können aktiv an der Politik mitwirken. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Ihr habt eine Alternative zur Volksinitiative vor, das ist die WählerInnenvereinigung. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was eine Wählervereinigung ist? Eine Wählervereinigung ist im Prinzip ein kleiner Verein, der lediglich eine Satzung benötigt und damit eben aktiv an der Politik teilnehmen kann. Er kann beantragen, dass er bei der Bezirksversammlung mit antreten kann. Dort können wir dann die Entscheidungen beeinflussen, Leute eben reinsetzen in die Bezirke entsprechend. Und wenn wir damit erfolgreich sind, können wir dann auch an den Bürgerschaftswahlen teilnehmen. Und was möchtet ihr mit dieser WählerInnenvereinigung erreichen? Hauptsächlich wollen wir damit die Bebauung entsprechend anpassen. Also, dass die Grünflächen nicht versiegelt werden sollen. Das ist ja nach wie vor unser wichtigstes Thema, dass wir in Hamburg, in dieser Stadt, die sich immer mehr aufwärmt, das Klima, eben der Klimawandel, die Stadt immer weiter erhitzt, dass wir hier unsere Grünflächen ganz, ganz dringend erhalten müssen. Bauen ist natürlich auch bewusst gewollt, aber eben immer nachhaltig und im Bestand, aber nicht auf neuen Grünflächen. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das heißt, nachhaltige Bebauung bedeutet genau für euch als WählerInnenvereinigung was? Dass man eben im Bestand, dass man dort eben baut, da wo schon Häuser sind oder dort, wo bereits versiegelte Fläche ist. Michael, wie reagieren eigentlich die anderen Parteien in Bezug zu der WählerInnenvereinigung? Also wir haben Feedback von drei Parteien bekommen, von ÖDP, Linke und FDP. Und das ist sehr unterschiedlich. Während wir teilweise starke Unterstützung von einigen Parteien eben erfahren, sagen auch andere, dass wir vorsichtig sein sollten, dass sich das nicht allzu sehr zerfasert. Parteien, die eben wenig Stimmen haben in den Bezirken, die könnten natürlich darunter leiden, wenn wir jetzt als Wählervereinigung noch an den Start gehen und Stimmen von denen abziehen könnten. Das planen wir zwar so nicht, aber wir wissen ja nicht, wer uns nachher wählen wird. Wir hoffen ja mal, dass es sehr viele Protestwähler dann eben auch sein könnten, die statt die falsche Partei zu wählen, einfach zu uns mit rüberkommen. Michael, vielen Dank, dass du ins Tide-Studio gekommen bist und danke für das Interview. Gerne, Nina. Ich danke auch. Altes zu reparieren, statt Neues zu kaufen, das ist nachhaltig und liegt im Trend. Ob Staubsauger, Toaster oder Kaffeemaschine, in den Repair-Cafés bringen handwerklich und technisch versierte NachbarInnen alte Geräte wieder zum Laufen. Die Idee stammt von einer Niederländerin und kommt auch in Deutschland gut an. Allein in Hamburg gibt es 13 Repair-Cafés. Stadtteilreporter Jochen Vorner hat sich im Repair-Café Sasel umgeschaut. Ich
bin Vorsitzender des Vereins Hand und Werk und der Verein Hand und Werk veranstaltet das Repair-Café und die Reparatursprechstunde. Und genau in dieser Reparatursprechstunde befinden wir uns jetzt hier in unserem Reparaturkeller. Und wir erwarten Menschen mit Geräten, elektrisch oder mechanisch, die zu reparieren sind oder zu diagnostizieren sind. Wir wollen also versuchen, Geräten das längere Leben zu ermöglichen. So, schönen guten Abend. Ich habe hier einen Staubsauger. So, gib mal her. Da hat die Oma, hat er Wasser mit aufgesaugt. Ach, also. Und nun wissen wir nicht, ob der noch funktioniert oder reparabel ist. Ja. Nass ist er auch noch. Können Sie da mal gucken, ob da noch was zu machen ist? Sonst wäre ja schade, wenn wir den wegwerfen müssten. Wie wir da rankommen können, ne? Bisschen nass ist er auch noch von innen. Also ich hoffe ja, dass er das noch überlebt hat. Der Verein hat dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Wir wollen das auch feiern in diesem Jahr im Sommer. Der Verein wurde gegründet von zwei Frauen hier in Sasel als erstes Repair-Café in Hamburg überhaupt. Entstanden ist die Idee in Holland und ist dann hier aufgegriffen worden und hat dann hier in Sasel als erstes Fuß gefasst, zuerst im Saselhaus und dann nach einer Weile eben hier in diesem Gebäude. Erwischt. Jo, hast erwischt. Gut. Ja. Was liegt oben auf dem Tisch? Wilfried ist gerade mit dem Messer da. Also wir sind hier im Reparaturkeller seit neuestem wöchentlich, immer dienstags von 16 bis 18 Uhr. Und wir veranstalten 4 bis 6 Repair-Cafés, große Repair-Cafés, entweder im Redder hier in Sasel, im Rotkreuzhaus oder in Karlshöhe im Umweltzentrum. Mal sehen, wie der von innen noch ist. Oh, der ist ganz nass. Das ist ja wie so ein Schwamm. Boah. Kannst du ausringen. Unsere Fahrradreparatur ist allerdings immer nur am 1. und 3. Dienstag von 16 bis 18 Uhr. Hier im Hof haben wir eine Garage, wo dann die Kollegen bei Fahrradreparaturen unterstützen. Es gibt eine Mailadresse, unter der man sich anmelden kann. Die ist am besten nachzuschlagen im Internet. Hier, die ganzen Wicklungen, die sind feucht geworden. Da wird es jetzt korrodieren ohne Ende, auch wenn er jetzt einmal kurz anläuft. Das ist ja hier am Rand, kann man schon sehen, die Korrosion schreitet fort und auch eben halt der Motor, das Innenleben, der Kollektor und die Kohlen. Und eben halt die Wicklung vom Stator. Das wird nicht lange laufen. Und hier, die Spule ist noch in Ordnung. Und die Elektronik wird auch in Ordnung sein, weil ja hier kein Wasser reinkommt. Ja. Die Oma hat gesaugt, das Wasser kommt durch. Den Beutel hat sie erneuert. Deshalb. Ja. Und dann kam das Wasser hier durch, geht in das Gebläse, geht mit in das Filtergehäuse rein und kommt dann hier raus und... Ja, hier kann man den Motor mal rausnehmen. Na gut, aber und wenn das Ganze also rausnehmen und auftrocknen, meinst du nicht, dass man noch mal versuchen sollte? Die Korrosion schreitet fort. Also wir reparieren fast alles und keine Großgeräte. Also die weiße Ware, die sogenannte weiße Ware bleibt außen vor. Das sind dann Kühlschränke, Kühltruhen, Waschmaschinen, Geschirrspüler. Und bei allem, was nicht so gut zu bewegen ist, hierher zu schaffen ist, da hören wir dann auf. Überhaupt uns die Sachen anzugucken. Und es gibt inzwischen auch hochintegrierte elektronische Geräte, die äußerst schwierig zu reparieren sind. Da können wir dann meistens auch nichts machen. Aber in der Regel lohnt es sich zumindest, die Sprechstunde einmal zu konsultieren und dann auch ein qualifiziertes Urteil dazu zu bekommen, ob eine Reparatur möglich ist oder nicht. Mhm. Prima. Jetzt ist es geschützt. Jetzt ist eben halt die elektrische Sicherheit gegeben. Jetzt läuft das über den Trenntransformator, den können wir regeln. Dann haben wir den Schutz. Jetzt eben halt den Netzschalter unten einschalten. Richtig, den einschalten. Und mit dem Drehregler regeln wir jetzt die Spannung, die wir dem Staubsauger geben. So, ich schalte den Staubsauger mal ein. So. Dreh bitte höher. Jetzt könnt ihr die Spannung sehen, du bist auf 100 Volt. Du bist auf 100, dreh bitte. Dreh bitte. Ne, er ist elektrisch tot. Der tut's nicht mehr. Glücklicherweise hat der Motor das noch nicht überlebt. Total. Tja. Ja, das lohnt sich auch nicht mehr, den
den Motor jetzt versuchen auseinanderzunehmen, weil die Korrosion, wie gesagt, schreitet voran. Das ist, wir haben Glück, dass es nicht zum Kurzschluss gekommen ist. Ja, der Motor kann beschafft werden. Die kosten im Schnitt bei 60 Euro. Das geht aber. Ja, die Aufwickelspule, die kostet 40 Euro. Die Elektronikplatine, je nach Hersteller. Ja, Wilfried, den Preis kennst du. Die Elektronik haben wir eigentlich gekauft letzte Woche für 15 Euro. Aber normal liegen die auch bei 30 mindestens. Ja, mehr als 30, ja. So, was kostet so ein Siemens-Staubsauger jetzt? 190 Euro, 200 Euro. Ach so, 200 Euro. Gut, dann könnte man jetzt recherchieren, wie teuer ist ein Motor. Ja. So, wenn wir das jetzt machen würden, dann würden wir eben halt die Drähte von dem Motor würden wir abnehmen, würden dann eben halt meine Glühlampe oder sonst irgendwas reinsetzen, um zu prüfen, ob die Elektronik noch in Ordnung ist. Und wenn die Elektronik dann in Ordnung ist, dann könnte man eben halt abwägen und sagen, ja, brauchen wir dann, lohnt sich die Investition für einen neuen Motor. Und wenn dann recherchiert wird und der Motor kostet 60 Euro, dann würde sich das auf jeden Fall lohnen. Was ist das Älteste, was Sie schon mal repariert haben? Oha, das ist, neulich hatten wir einen Mixer von 1962, aber ich glaube nicht, dass das Älteste war. Ich sehe hier gerade ein Röhrengerät stehen, das ist vermutlich noch ein bisschen älter. Also es kommen wirklich durch die Bank sehr alte Geräte. Wir haben neulich eine mechanische Kaffeemühle gehabt, die war wahrscheinlich eher so 50er Jahre. Also das ist kein Kriterium, wir nehmen alles. Also das Älteste und das Moderne. Ja, das nehmen wir dann. Ich hole da mal so einen Reparaturzettel, damit wir dann eben mal... Letztes Mal haben wir ja hier so einen... Schrumpfschlauch. Ja, draufgesetzt. Für alles die richtigen Fachleute. Naja, wollen wir mal so sagen, das sind alles fast alles Universalisten. Wir haben einige, die sich spezialisiert haben, auf jeden Fall. Aber es sind alles Handwerker, die viel Erfahrung haben und mit dieser Erfahrung dann auch Sachen beurteilen können, die sie vielleicht noch nicht so in der Hand hatten. Mhm. Also für die Elektronik muss man natürlich gewisse Vorkenntnisse haben, aber so die normalen Haushaltsgeräte, da ist das eigentlich kein Problem. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie hier? Also wir haben hier für den Reparaturkeller sind etwa 6 oder 7 Aktive, die sich die Einsätze in den Sprechstunden teilen. Und wenn wir das Repair-Café machen, das große Repair-Café, da sind es bis zu 12 Menschen, wir haben dann auch noch mehr Fahrradreparateure dabei und haben auch Nähmaschinen dabei, an denen einige Frauen sitzen und reparieren, zum Beispiel Plüschtiere oder Jeans oder was da kommt, alles. Also ja, das hört sich alles klasse an. Ja. Ich sage vielen Dank. Bitte, gerne. HamburgerInnen, die an der Elbe Richtung Westen spazieren gehen, überqueren meist unbemerkt die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und die Stadtgrenze zu Wedel. In unserer Nachbarstadt wurde die Bahnhofstraße kürzlich umgewandelt in eine Fahrradstraße. Der Seniorenbeirat in Wedel hat Menschen gefragt, ist die Straße jetzt für Seniorinnen sicherer geworden? Stadtteilreporter Andreas Müller mit den Antworten. Wir haben uns heute als Seniorenbeirat der Stadt Wedel die Bahnhofstraße angeguckt. Dort wird ja gerade ein Verkehrsversuch unternommen, und zwar, dass es eine Fahrradstraße ist. Das begrüßen wir grundsätzlich, weil dadurch schon das Tempo von 50 auf 30 km/h die Stunde halt gesenkt wurde. Für mich als Radfahrer ist von Vorteil, dass ich nicht mehr auf den gekennzeichneten Radstreifen angewiesen bin. Ich kann also etwas weiter in die Straße rein und dann habe ich nicht so sehr die Gefahr, von geöffneten Türen angerempelt zu werden. Ja, auch ich bin mit dem Fahrrad heute die Bahnhofstraße rauf und runter gefahren. In Richtung Doppeleiche für mich persönlich keine Probleme. Andersrum in Richtung Bahnhof sehr wohl. Dort ist der Radweg auf Bürgersteigebene und dort habe ich ständig die Gefahr, dass der Fußgänger vergisst, dass auch neben ihm der Radweg verläuft und dass ich als Radfahrer komme. Also die Bremsbereitschaft muss bei den Radfahrern sehr hoch sein. Für mich als
Rollatorfahrer ist es immer noch schwierig, die Fahrübergänge zu machen, weil das teilweise Kopfsteinpflaster ist und da sind die Unterschiede sehr groß. Damit habe ich immer noch meine Probleme. Also wir sind die Bahnhofstraße entlang gegangen und uns ist aufgefallen, dass vor einigen Geschäften die Aufsteller bzw. die Auslagen ziemlich weit in den Gehweg hineinragen. Zum Beispiel vor DM, vor Blume 2000 und vor einigen Gemüsemärkten. Und wenn man dann noch gerne sich die Sachen anguckt und die Auslagen sich anschaut, steht man doch für die anderen Fußgänger gerne gut im Weg. Ja, was ist eigentlich der Vorteil dieses Verkehrsversuches für die Senioren, die hauptsächlich zu Fuß gehen, weil jeder Senior geht zu Fuß. Und da haben wir gesagt, es gibt keine wesentlichen Vorteile durch diesen Verkehrsversuch. Wir hoffen insoweit auf die nächste Phase des Versuchs, dass es nur besser werden kann. Fazit der befragten Seniorinnen in Wedel: Zwar sei die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrüßen und es gebe mehr Bewegungsfreiheit für Radfahrende. Doch viele praktische Probleme seien bislang ungelöst. Der Seniorenbeirat hofft nun auf die nächste Phase des Verkehrsbesuchs. Im Studio ist jetzt der Autor des Beitrags, Stadtteilreporter Andreas Müller. Hallo Andreas. Hallo Nina. Ich würde gerade mal kurz anschließen, gab es noch eine nächste Phase des Verkehrsversuchs? Also bisher noch nicht. Es steht im Raum, dass vielleicht ab Sommer tatsächlich ein Teil der Bahnhofstraße ganz für den Automobilverkehr gesperrt wird. Es ist aber noch völlig offen, ob es dazu kommt, denn die Kaufleute sind da die maßgebenden Personen. An sich gab es einen klaren Ratsbeschluss, das schon im letzten Sommer zu probieren. Und da haben aber die Kaufleute protestiert. Und daraufhin wurde eben diese Fahrradstraßenidee überhaupt eingerichtet. Und es ist jetzt offen, was die Kaufleute sagen, nach dieser Erfahrung mit der Fahrradstraße, zu der Idee, einen Schritt weiter zu gehen im Sommer. Das ist völlig offen. Das heißt, in der Zwischenzeit war die Bahnhofstraße keine Fahrradstraße, sondern es wird jetzt noch gewartet quasi auf den nächsten Versuch. Nein, sie ist weiter Fahrradstraße. Also die Fahrradstraßenphase, die dauert noch an. Es geht jetzt wirklich um die Frage, ich denke, das ist auch nicht in Frage gestellt, sondern es geht um die Frage, ob man einen Schritt weiter geht und einen Teil der Bahnhofstraße ganz für den Verkehr blockiert, also für den Automobilverkehr blockiert, nicht für Fahrräder. Und ganz kurz zu dir als Person, wie bist du denn auf die Idee für diesen Beitrag gekommen? Für diesen konkreten Beitrag? Ja, für den konkreten Beitrag. Das kam auf Initiative des Seniorenbeirats zustande. Wir hatten sowieso die Idee, mit denen mal was zusammenzumachen. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das wäre die Idee, dieses Thema mal aufzugreifen. Das ist in aller Munde in Wedel. Und da sind wir einfach dann zusammengekommen und haben uns überlegt, wie wir es am besten machen können. Das geht über eine Begehung. Und zu Wedel TV, wie bist du da hingekommen? Es ist zustande gekommen dadurch, dass eine Initiative sich gemeldet hatte, ein Modell aus Neumünster nachzumachen, Neumünster TV, einen entsprechenden Kanal, also einen YouTube-Kanal auch in Wedel zu gründen. Und dafür gab es eine Informationsveranstaltung in der Volkshochschule. Und da bin ich als neugieriger Bürger hingegangen und habe festgestellt, das wäre was für mich. Und die können mich vielleicht auch gebrauchen, weil eine Reihe von sehr kompetenten Migranten dabei waren, die also selbst gut filmen konnten, aber wo die Deutschkenntnisse noch nicht so perfekt waren. Und da habe ich gedacht, das ist meine Stelle, da kann ich mich nützlich machen. Das heißt, du bist da auch ehrenamtlich unterwegs? Absolut, alle anderen auch. Und das WedelTV war ja am Anfang ein Integrationsprojekt. Ist es das immer noch oder wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Und vielleicht kannst du noch mal kurz erwähnen, seit wann es WedelTV gibt. Also es hat angefangen im Oktober, würde ich sagen, mit der aktiven Produktion von Beiträgen im Oktober 2022. Und es waren am Anfang eben besonders wichtig, die beiden Fachpersonen mit Migrationshintergrund, eine Iranerin und ein Afghane, die besonders viel gedreht und geschnitten haben. So nach und nach sind wir anderen, die wir im Team waren, schlauer geworden und können mehr selber. Aber diese Mitstreiter von Anfang an sind weiterhin dabei und wir hoffen, dass wir sie auch in Zukunft noch viel stärker wieder einbeziehen können. Kannst du noch was dazu sagen, wie WedelTV organisiert ist, so von der Struktur her? Also wir sind ein Projekt,
eines Vereins. Wir haben einen Verein gegründet, damit der als Träger fungieren kann. Der Verein heißt Wedel Medien e.V. Mit einem richtigen Vorstand, mit einer richtigen Satzung, mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt in Itzehoe und so weiter und so weiter. Und zum Teil sind natürlich die Leute, die den Vorstand bilden, dann auch in dem Projekt aktiv. Aber ein Traum wäre, dass wir das eines Tages mal trennen können und so Menschen wie ich diesen blöden Vereinsmist hinter sich lassen können und sich auf die redaktionelle und Reporterarbeit konzentrieren können. Noch eine Frage, an welchen Themen bist du als Reporter denn da gerade dran, auch für Wedel TV? Naja, ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel, was jetzt ansteht, ist am Ende des Monats gibt es ein Cross-Bike-Wettbewerb, der in Wedel durchgeführt wird vom dortigen Verein. Und da werden wir sicherlich mit mehreren auf der Strecke sein, um möglichst viel bewegte Bilder einzufangen. Und das ist ein Schwerpunkt überhaupt unserer Berichterstattung, weil der sehr unterschiedliche Gruppen zusammenbringt, nämlich Sport. Da gibt es was zu filmen, da gibt es Bewegung, da sitzen Leute nicht nur rum und erzählen sich was. Und das kommt auch wirklich bei dem Wedeler Publikum an, das können wir an den Abrufzahlen erkennen. Und vielleicht, falls jemand von aus Wedel das hört, wie ist es dann, wenn man da mitmachen wollen würde? Ja, also Mitstreiter sind natürlich herzlich willkommen. Und wir haben jetzt ein Format, das im Februar beginnt, wo man besonders gut den Weg reinfinden kann, nämlich einen Volkshochschulkurs. Wir werden also 6 Termine anbieten, immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr, wo Neue dazukommen können und von uns einfach lernen, also soweit wir das selber können, mit unseren schwachen Kräften, lernen können, wie man filmt und wie man schneidet. Alles klar. Vielen Dank, Andreas, dass du zu uns ins Studio gekommen bist und auch danke für das Interview. Sehr gerne. Heute habe ich den Bus genommen und ich wollte beim Busfahrer, wie man es kennt, das Ticket kaufen. Aber der hat eigentlich direkt abgewunken, denn seit dem 1. Januar 2024 können HVV-Tickets nur noch bargeldlos im Internet oder über die HVV-App gekauft werden. Das ist eine Herausforderung für Menschen, die sich in der digitalen Welt jetzt noch nicht so gut zurechtfinden. Und dazu gehören auch ältere Menschen. Digitale Schulungen für Seniorinnen wollen das ändern. Eines dieser Projekte zeigen wir euch jetzt. Jona Wichmann aus der TIDE Ausbildungsredaktion hat den Seniorinnen bei der Digitalschulung in der Stiftung Anschauhöhe in Eppendorf über die Schulter geschaut. Mal, hier machst du leise, genau. Hängen, da wird es dunkel. Und hier machst du laut und dann wird es hell. Donnerstag, 17 Uhr. Die Stiftung Anschauhöhe veranstaltet eine digitale Schulung. Hier treffen sich die Seniorinnen und lernen, wie sie mit ihren Handys und Tablets umgehen. Also ich höre sehr gerne Musik. Und die Musik, die ich damals gehört habe, die gibt es ja nirgends mehr. Außer im Smartphone. Und da habe ich jetzt gelernt, mir das rauszusuchen. Und dann höre ich zum Beispiel manchmal die halbe Nacht meine Musik aus meiner fröhlichen Sturmzeit, wo wir tanzen gegangen sind und uns die Nächte um die Ohren gehauen haben. Hier sind es nicht mehr Nächte, sondern Abende, an denen die Seniorinnen bei Kaffee und Kuchen ihr neues Wissen ergattern. Alles unter der Leitung einer Ehrenamtlichen. Sind so die kleinen Erfolgserlebnisse meistens. Also wenn jetzt beispielsweise jemand nicht weiß, wie oder ob man auf dem Smartphone Musik hören kann. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an und es funktioniert. Und oder mit der HVV-App beispielsweise, dass man da wirklich das Reisen innerhalb der Stadt oder das Vorankommen so stark vereinfachen kann. Und dieser Zugang vorher nicht da war, einfach weil sie nicht wussten, dass es die App gibt, wie man die bedient. Und dann ist er plötzlich da und bringt einen Mehrwert. Verschiedene Studien zeigen, dass die Digitalisierung noch nicht alle Menschen in Deutschland erreicht hat und besonders ältere Menschen durch den Fortschritt eher ausgeschlossen werden. Die Stadt Hamburg möchte zu einer age-friendly City werden. Und Projekte wie dieses scheinen zu wirken. Denn Burgunde und Co. machen große Fortschritte. Ich hätte es mir gar nicht zugetraut, dass ich so schnell so viel davon lernen und begreifen würde, weil es mich auch interessiert. Ne? Also mich hat es wirklich, nicht gerade gepackt, ne? Aber es interessiert mich und es macht Spaß. Und ich habe auch Leute dabei kennengelernt, denen das genauso geht. Und das macht natürlich erst richtig Spaß. Ne?
Also wenn ich manchmal Musik höre, ne, dann erscheint da unten auch ein Schriftzug, möchten Sie weiter Musik hören? Und dann muss ich anklicken, damit ich weiter Musik hören kann. Also dann bin ich aber auch, dann weiß ich aber auch, ich bin jetzt lange dran. Wie spät ist es denn mittlerweile? Wird Zeit, dass ich ins Bett gehe. Ja. Das letzte Kuchenstück wird noch eingepackt und dann geht es nach einer erfolgreichen Schulung raus in die digitale Welt. Übrigens, es gibt in ganz Hamburg Digitalschulungen für SeniorInnen. Beim Projekt Digital dabei begleiten ehrenamtliche MentorInnen ältere NachbarInnen auf ihrem individuellen Weg in die digitale Welt. Wenn ihr Interesse habt, als MentorIn oder TeilnehmerIn dabei zu sein, findet ihr weitere Informationen auf der Internetseite von Digital dabei. Wir bei Quartier Akut berichten aus den Hamburger Stadtteilen, aus Sicht der Menschen, die dort wohnen. Und das seid ihr. Was läuft in eurem Stadtteil? Was gefällt euch gut? Was stört euch? Wofür engagiert ihr euch? Schreibt uns an presse@tidenet.de, presse@tidenet.de. Ihr habt eine Quartier Akut-Sendung verpasst? Dann schaut auf dem Tide YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr die Quartier Akut-Playlist. Auf Tide TV läuft Quartier Akut wieder am kommenden Dienstag um 19 Uhr.